Der Roboter in dieser Testzelle zeigt einen Entnahmeprozess aus einer Drehmaschine, wo zudem weitere Komponenten eingebaut sind. Die Programmierung, die Konfiguration, das Teachen der einzelnen Positionen wird in der Sinumerik durchgeführt. Während dem Prozess ist es möglich, dass die Sinumerik die klassischen Bearbeitungsaufgaben, in diesem Fall der Drehmaschine, im Kanal 1 ausführt, mit dem Kanal 2, worin der Roboter-Quellcode oder der Roboter-Programmiercode abläuft, synchronisiert werden kann. Diese Synchronisierung ermöglicht die nahtlose Verbindung zwischen Maschine und der Robotik. Wie hier an diesem Beispiel der Sinumerik, ist nicht nur mit der Sinumerik der Firma Siemens möglich, auch andere Komponentenhersteller, andere SPS-Hersteller wie Beckhoff mit der TwinCAD-Steuerung, Siemens mit der TIA-Portal-Steuerung, mit der C-Motion-Steuerung, B&R, Codesys und viele, viele weitere haben die Möglichkeit, durch die Schnittstelle MX Automation und die Funktionsbausteine, die damit aufgerufen werden können und den Roboter direkt kommandieren, die Möglichkeit, den Roboter zu joggen, eine Masteringfahrt anzustarten, Safe Operation zu integrieren, alles in die externe Steuerung, die eventuell schon an Ihrem Maschinenbedienpanel vorhanden ist. Neben dem großen Maschinenbedienpanel ist oft die Möglichkeit eines kleinen Handheld-Bedienpanels. Auch dies kann über MX Automation direkt integriert werden. Das bedeutet, die Integration kann so tief gehen, dass Sie nicht unser klassisches Handbediengerät nutzen, sondern Sie nutzen eventuell Ihr eigenes Handbediengerät. Industrial Intelligence.